Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Infovideo. Ja, ihr habt es richtig erfasst. Es ist mal wieder soweit. Und zwar, zwecks den Änderungen, wie es derzeit aussieht, DayZ, weil ich ja gesagt habe, hey, der 5. Dezember kommt DayZ. Leute, wie ihr seht, ist mein Windows ziemlich frisch. Also es ist noch neu, ihr seht, da sind noch ein paar Programme nur noch drin und da pipapo. Ist halt einfach noch nicht viel drin. Ich habe Windows neu machen müssen, zweimal bis jetzt. Denn ich hatte kleinere Probleme. Mir hat die Festplatte zerschossen, beziehungsweise die musste ausgewechselt werden, die war kaputt. Und dementsprechend durfte ich alles runterladen. Hier sind die Shortcuts. DayZ und die ganzen Dinger muss ich noch runterladen, den DayZ-Commander, pipapo. Daniel hat ein anderes Problem. Er kommt auf keinen Epoch Pantera Server. Dann haben wir zusammen in der Registry, DLL-Dateien und was weiß ich nicht alles rumgespielt. So, jetzt kriegt er nicht mal mehr Tschernarus zum Laufen. Das bedeutet, Leute, das verschiebt sich auf eine ungewisse Zeit. Ich weiß es noch nicht. Ich würde euch gerne ein Datum sagen, wann DayZ wieder kommt. Ich will euch jetzt irgendwas zeigen. Kann ich aber nicht. Deswegen zeige ich einfach meinen Desktop. So schaut er aus. Ja, ich lade gerade hoch für YouTube, wie ihr seht. Hier ist übrigens genau, Leute. Ach, da komme ich noch drauf. Habe ich doch was zu erzählen. Und zwar, ja, das verschiebt sich auf eine ungewisse Zeit. Ich sagte, der 5. Dezember. Es tut mir leid, wenn ich jetzt einige von euch enttäuschen sollte. Ich kann es einfach nicht anders machen. Es geht nicht, selbst wenn ich wollte. Deswegen, seid mir nicht böse. Bitte nicht. Ich versuche mein Bestes wirklich. Ich geb Gummi. Leute, ich geb wirklich Gummi. Ich versuch's. Ich weiß nur noch nicht wie. Jedenfalls, was ich euch auf alle Fälle versprechen kann. DayZ wird kommen. Wann, weiß ich nicht. Vielleicht kann es auch einfach sein, dass es mal in einem halben Jahr kommt. Sobald ich es für richtig halte. Denn ich muss ehrlich gestehen, jetzt noch diesen paar Folgen DayZ habe ich jetzt auch nicht gerade so wirklich Motivation, sofort wieder DayZ zu machen. Ich möchte ein bisschen mich auf andere Dinge konzentrieren, weil ich kann nicht nonstop 24/7 DayZ spielen. Geht nicht. Ja, aber ich muss es trotzdem irgendwie zum Laufen kriegen, weil das nervt mich schon hart. Genau. Was ich euch sagen wollte, Leute, ihr habt an der Umfrage mitgemacht, damit ihr wisst, was an DayZ kommt, falls sich viele fragen. Und zwar, hier haben wir Serving Monkey, ne? Das einzige, was ich euch noch sagen muss, Leute, da hat jemand gemeint, es wäre lustig, 26 Mal privat abzustimmen, um die Umfrage zu beeinflussen. Und zwar kann ich es euch gerne jetzt zeigen, da Ergebnisse analysieren. Der hat wirklich sehr oft selber gewertet, woher ich das weiß. Erstens, da hat jemand unter Sonstiges, hier, paar Mal innerhalb von einem kurzen Zeitraum, hier Origins, 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 seht ihr, 22, 47, 47, immer wieder für sich selber abgestimmt, ich weiß es nicht, für das, was er halt wollte. Nur blöd, dass mich hier dann eine IP mit angezeigt wird, also ist nicht seine direkte Computer-IP, das ist mir schon klar, sondern in der Nähe etwa. Aber wenn wir das hier außer Acht lassen, wird es Overpoch Pantera sein. Ja, oder beziehungsweise Overpoch im Allgemeinen. Sprich, es könnte auch Tschernarus sein. Ja, Tschernarus will keiner sehen. Aber Overpoch wollt ihr sehen. Und Pantera wollt ihr sehen. Napf haben auch zwei Leute. Muss aber sagen, das ist ein bisschen wenig. Es sind insgesamt 26 Bewertungen gewesen. Finde ich jetzt, ist nicht der Burner. Es geht besser. Aber überhaupt genial, dass ihr mitgemacht habt, Leute. Ich hätte jetzt überhaupt nicht gedacht, dass da überhaupt jemand mitmacht, dass da jemand draufklickt. 49 Beantwortungen davon sind 19 von einer Person. Das bedeutet 30 Beantwortungen habt ihr gemacht. Fleißig, fleißig. Ey Leute, wenn ich mal 30 Daumen hoch sehen würde. Genial. Ja. So, ich habe meinen Banner neu gemacht, wie ihr seht, ein bisschen abgeändert, weil Infestation ist ja vorbei und ich muss jetzt gucken, wie ich was mache. Weil ich möchte ja nicht irgendwie hinterm Mond leben, das geht ja nicht. So, deswegen wäre ich zutiefst vergeben, wenn ihr mir da einfach ein bisschen Zeit lassen würdet. Würde mich sehr freuen, Leute. Was kann ich euch denn noch zeigen? Ich habe ja gar nichts, was ich euch zeigen kann. Ja, Outer City, schau mal, damit nehme ich gerade auf. Alter, übersteuert das hart. Warum? Ist mein Mikrofon zu laut eingestellt? Ich hoffe es nicht. Wenn, Pech gehabt. Naja, wie dem auch sein, Leute, finde ich geil, wenn ihr mir einfach mal Zeit lassen würdet,
Fragt mich, es kommt, ich weiß nicht wann. Ich werde euch aber sofort irgendwie benachrichtigen durch ein neues Infovideo, sobald der Sie kommt. Ich möchte mir da jetzt selber auch keinen Druck machen, weil das wird dann scheiße, das Zeug, und dann ist es so erzwungen, wisst ihr? Heißt nicht, dass mir das keinen Bock macht. Aber jetzt in dem Moment halt einfach nicht. Ja, ich benutze Shadowplay übrigens, um Desktop aufzunehmen. Funktioniert ziemlich genial. Und Leute, ich kann euch mal einen kleinen Einblick geben darüber, was derzeit so läuft, was ich derzeit so mache. Ich mache es ein bisschen größer, damit ihr es auch seht. Guck mal, ich habe hier Lords of the Fallen, die paar Folgen noch. Ach ja, übrigens, in Folge 37 gibt es einen kleinen Renderfehler, habe ich Schwarzbild, ich weiß nicht warum. Böses Scheißding, sorry. Dragon Age 3? Ja, Inquisition? Oh ja, Leute. Diablo 3 mit dem Daniel zusammen. Dead Island. Und das ist... Ach ja, Leute, Leute, da fällt es mir gerade ein. Hier, weil ihr seht, Dark Souls. Dark Souls habe ich ja schon längst gemacht. Aber, Leute. Jetzt kommt's. Jetzt kriegt ihr es volle Möhre. Daniel und ich haben uns gedacht, wenn wir sowieso privat zocken, dann können wir das genauso aufnehmen. Also quasi ohne Gequatsche, sondern reines Gameplay. Gibt ihr Leute, die das interessiert? Angesehen. Lol. Jedenfalls, gibt ihr Leute... Ja, stimmt, das hat Daniel hochgeladen. Habe ich mir reingezogen. Gibt ihr Leute, die interessieren sich nur an reinem Gameplay? Also, falls ihr Bock habt, schaut hier vorbei. Da, wir haben ein bisschen schon was gemacht. Yay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Daniel und mein Projekt täglich mindestens 10 Videos irgendwie. Nee, wir machen da einfach, falls wir zocken, falls wir privat zocken für uns, falls wir irgendwas spielen, dann nehmen wir das gleich mit auf und schmeißen es da hoch. Aber dafür nur in 720p, damit wir auch dem Upload gerecht werden können. Ich werde den Kanal mal, den Gameplay-Kanal, mit in die Beschreibung packen. Ansonsten findet ihr hier ihn auf der rechten Seite. Schaut doch mal vorbei, lasst ein Abo da. Einfach mal gucken. Wenn es euch gefällt natürlich. Will jetzt nicht sagen, abonnieren. Mache ich nicht. Aber wie gesagt, wäre cool, wenn ihr da einfach mal... Ich weiß nicht. Wie seht ihr denn eigentlich das Ganze? Sagt ihr eher jetzt, ja, Daisy muss jetzt unbedingt kommen aufs Verrecken, ich will das sehen bei dir? Oder ist es eher so, dass ihr sagt oder dass du sagst, lass dir Zeit mit Daisy, mach, wenn du meinst. Hauptsache, es wird gut. Und so. Na cool, wenn ihr da meine Meinungsäußerung machen würdet, ein kleines Statement. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt am Bildschirm machen soll. Gut, ich zeige euch mal DX Story. Und... Wäre übrigens auch cool, wenn ihr allgemein sagt so, ja schau mal Ivan, so muss es funktionieren, nicht anders. Und, hallo Beast, falls du das siehst, wie auch immer du bist. Ja Leute, ihr habt mich ganz schön oft geaddet in Steam. Also ich habe ein paar Freunde bekommen dadurch. Wie ihr seht, hier, la. Finde ich cool, finde ich genial. Ich finde es cool, wenn ich mit euch in Kontakt halten kann. Mit euch schreiben und so. Und nein, ihr geht mir nicht auf die Nerven. Außer ihr schreibt mir eine Aufnahme, dann geht ihr mir extrem auf die Nerven. Nee. Was gibt's da zu sagen? Mir fällt gerade nichts ein. Ja, was haltet ihr übrigens von meinem Windows hier? Schaut cool aus, oder? Ich find's schön. Mir gefällt's. Da sind meine Rohaufnahmedaten jetzt. Wie ihr seht, ist da leer, Platz, nichts. Hier sind meine Games. Windows. Ich habe mir übrigens eine SSD kaufen getan. Alter Schwede. Ne, ich habe mir eine SSD gekauft, damit das alles ein bisschen schneller vonstatten geht, weil Windows installieren, ihr wisst es, ne? Und die Windows Updates. Oh, leck mich fett. Naja. Wäre cool, wenn ihr mir eure Meinung zu DayZ sagen würdet. Ach ja, und Leute, bevor ich es vergesse. Ne, habe ich schon gesagt in dem Gameplay-Channel, ne? Oh, Ivan. Mensch. Gut. Dann gibt's, glaube ich, nichts weiter zu melden. Wäre auf jeden Fall genial, genital, wenn ihr mir sagen würdet, wie ihr das seht, zwecks Upload und... Ja, Leute, das DayZ, ich habe DayZ Commander nicht drauf, mal. Wisst ihr was, ich lad mir jetzt mal den DayZ Commander runter. DayZ Commander. So, wie ihr seht, habe ich ein schnelles Internet. Muhahaha. So, wo ist er? Download? Auf den? Nein. Installed? Nein. Doch? Hopp. Ja. Es war richtig. Es war richtig. Downloads? Nicht bestätigt. Und ich würde mich halt freuen, wenn... Ich weiß halt nicht. Mensch, Leute. Ich würde so gern einfach
DayZ zwar machen, aber nicht sofort unbedingt jetzt in diesem Moment, sondern das hat doch Zeit. Leute, das rennt doch nicht weg. Wow. So, jetzt könnte ich mal theoretisch... Oh Gott. Oh Leute, ich muss ja... ist klar. Ist klar. Ich muss ja hier Amma 2 lokalisieren und alles. Oh Gott, Leute, ich habe zu tun. Ich habe zu tun. Auf jeden Fall, wie gesagt, DayZ wird kommen. Auch wenn ich mich jetzt 7-mal wiederhole, es tut mir leid, aber... Kann ich... So. Das ist mir zu lang. Commander nenne ich dich. Commander, einfach nur Commander. Bam. Jawohl. Ja, die Icons habe ich selber ausgetauscht. Nee, schaut gut aus, oder? Gefällt mir. Ja, Final Fantasy 13, Leute. Läuft der Zeit in Hochtouren. Am 11. Ab dem 11. September stellt Square Enix das Ganze auch in Full HD zur Verfügung. Sprich, durch einen kleinen Patch macht er Final Fantasy 13 für den PC in Full HD. Und hier seht ihr, was ich vielleicht eventuell so die nächsten Tage vorhab. Ja, die habe ich mir alle drei auch runtergeladen wieder. Ah, und Seven Days to Die, oh ja. An dieser Stelle möchte ich auch kurz mal sagen an ein paar Leute, Hallöchen. Erstmal die Leute, die mir immer fleißig schreiben, das sind zum Beispiel hier, ja, ich weiß, Jan Weinrich, DK Moore to Six, sage ich jetzt einfach mal, ich hoffe, das ist richtig, Kevin Moore, Passion Gaming LP, Raupentumor, Chris King, Bavarian Viking TV, ein paar Leute halt, Peter Lustig, Mann und die üblichen Verdächtigen wie Rickard Hackel, Smoke und... Oh Leute, das sind so viele, ich kann mir die Namen gar nicht merken. Ihr müsst öfter schreiben, dann merke ich mir auch besser eure Namen. Willst du Miss Cool, ihr kennt auch meinen Namen, ja? Das wäre ja unfair, wenn ich euer nicht kennen würde. Also sagt mal einfach Bescheid, ich studiere das auswendig mit eurer Anschrift und so, dann komme ich euch mal besuchen. Zum Community-Projekt, ne? Es wird wahrscheinlich DayZ sein werden tun. Dennoch, ihr kennt ja gerade mein aktuelles Problem mit DayZ. Ich darf erstmal alles wieder runterladen. Und dann darf ich den geeigneten Server suchen. Das dauert einfach sowas in einem Zeitenanspruch, Leute. Und es gibt eine Menge gute Server. Ich weiß, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren gerne ein paar gute Server empfehlen. Es dürfte sein Epoch oder Overpoch Pantera, gerne auch nur Epoch Pantera. Wäre ich vollkommen zufrieden damit. Oder ihr sagt, ihr wollt Chernarus, dann sucht mir einen geilen Chernarus Server, wo es Jets, Panzer und Atombomben gibt. Nein. Okay. Ich übertreibe mal wieder. Leute, ich sag danke fürs Zusehen. Das war ein kleines Infovideo. Hier seht ihr mal, wie ich arbeite. Womit und wie es läuft und keine Ahnung. Ja. Das war's schon. Das war's schon. Ich sag danke. Macht's gut, Leute. Und unterstützt mich weiterhin so toll. Ich find's super. Ich mag euch sehr. Nein, wirklich. Ich find's toll, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und so. Das lässt mein Herzchen höher springen und auf Wiedersehen. Tschüssi.